So, da sind wir wieder. Diesmal stellen wir die Uhr, da haben wir genau 30 Minuten einwählen. Nachdem ich in QHD aufnehme und spiele, sind bei einer Stunde, das sind fast über 50 GB, wo ich aufspielen muss. Ja, das ist natürlich ein Wahnsinn. So, natürlich. Das erste, was wir machen, ist das da. Ah, sehr gut. Das schmieren wir dann ein. Das tun wir da. Deswegen ist Stöckchenbau wirklich wichtig, weil man einfach, man braucht Harz wie jeden Blödsinn, was man macht. Ja. Und mit Holz, Harz und Holz mache ich das dann aber. Was brauchen wir da? Carbon, Kupfer und Gold. So, das ist auch wichtig. Betonmischungen bauen, das ist das nächste Mal, was wir bauen, und dann haben wir eigentlich eh schon alles beieinander. Das bauen wir auch. Warte mal, Moment mal, kann ich da noch Talente? Wenn ich das da nehme, habe ich 25% weniger. Wichtig war aber das da. Komme ich da so weit? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünf, sechs. Das waren 6 Punkte. Na, so lange warten wir nicht. Das kann man dann immer noch mal zerlegen und neu bauen. Im Endeffekt, die Axt wird wahrscheinlich ewig halten. Ja. Die heben wir auf zur Sicherheit. So, Epoxy, das brauchen wir da drin. Ah, nicht Epoxy, Harz brauchen wir da drin. Auch das brauchen wir da drin. So, dann sind die einmal aufgefüllt da. Stellen wir da rein. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt stellen wir die einmal auf. Und dann sehen wir, ob wir jetzt dann das eins andere machen müssen. Links kann man die Ding bauen. Ah, tatsächlich. Ich muss die eins auch freischalten. Oder? Nein. Ein paar Einser sind da, aber da gehen, da sind die Einser nicht da. Das heißt, ich muss leider Gottes auch hier das freischalten. Das heißt, die drei brauche ich auch. Also links baut man die Upgrades und wenn man rechts herklickt, kann man die Upgrades einsetzen in die einzelnen Werkzeuge. Ja. Dann würde ich sagen, wir brauchen noch Holz. Baumarzt haben wir mal Glück. Brauchen wir noch Holz, Holz.
Und das Baum hingefallen. Ach so, der steht. Ja, wenn einem der Baum aufgefällt, haben wir Gehirnerschütterung oder Schlimmeres gekriegt. Aber so richtige Auswirkungen hat das eigentlich nicht, weil man wartet einfach gerade 5-6 Minuten ab. Und dann ist das eigentlich wieder erledigt. So wie beim Beinbruch. Das gleiche. Bringt natürlich nicht viel, wenn man dann in der Hinsicht kann man auch Talentpunkte verschwenden, dass man vom Baum nicht getroffen wird oder dass die Auswirkung weniger ist. Ja. Das ist eine komplette Verschwendung von Talentpunkten. Weil ein Jäger wird das ziemlich wurscht sein, weil was fehlt ja schon Bäume? 1, 2. Du kriegst 2 Bäume. Verschwendet man nicht die Talentpunkte, ne? Auch wenn man Bauer ist oder Farmer, verschwendet keine Talentpunkte, weil wie viele Bäume fehlt man wirklich, ja? 20? 30? Wegen 30 Bäume bringt das nicht viel, ne? So. Einmal. Den Rest haben wir da rein. Und das Baumharz werden wir sowieso noch mehr brauchen, weil wir jetzt noch viel Elektronik reinbauen müssen. Und wahrscheinlich werden wir nur mal eine Boxe mit Schwefel und Baumharz bauen müssen. Ich glaube nicht, dass wir auskommen mit dem, weil wir auch noch andere Sachen bauen. Und überall wird Epoxy benötigt. So, das passt dann ungefähr. So, aber Moment einmal, wir können ja mit dem Bogen, weil das ist ein reines Zwarerteil. Das ist für die Armbrust. Wieder über Aluminium. Hier Aluminium. Und das Ohrensa braucht man. Okay, können wir nicht bauen. Das nehme ich ganz gern für den Bogen her. Okay. Teile brauchen wir noch. Und Aluminium haben wir eigentlich jetzt aufgebracht jetzt. Also wir brauchen Aluminium. Da werden wir jetzt aber auch hergehen, wenn wir da jetzt nur ein Ding bauen, weil wir wissen ja, dass... Wo war das? Da glaube ich. Da glaube ich war Aluminium. Oder? Da. Warte mal, da bin ich umgeschwommen oder war das da? Da oder da? Ja, das war noch mehr Hitbands bei der Map. Endlich mal jetzt einbauen. Hier in-game. Ah, das schaut mich also so komisch an. Umpste.
Merle! Ah, 40 Pfeile haben wir noch. Wenn wir noch anschauen, Pfeile brauchen wir dann auch wieder. Was ist jetzt los? So nicht. So, das ist auch fertig. Jetzt steigen wir um auf das. Bückel, Bückel. Ah, das geht ja nicht aus. Haben wir nur Salz? Nö. Passt. Gehen wir hier auf Salzdunkel. Autsch, 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 autsch. Ah. Meine Güte. Verstauchter Fuß. So, wo haben wir Salz? Irgendwo wird sicher noch Salz herumliegen. Sehr gut. Wieder Specki. So, Salz, Salz, Salz. Irgendwo werden wir schon Salz finden. Silizium nehmen wir auch mit. Oh. Ah, Salz ist Salz, da ist es. So, viele fragen sich jetzt an, warum hat er jetzt eigentlich Titan verschwendet, weil er das Jagdgewehr nicht gebaut hat. Also ich bin ganz, ganz selten mit Jagdgewehr unterwegs, weil das Jagdgewehr komplett überbewertet ist. Ja? Schau mal die Armbrust ausprobiert, die was Rang 14 bauen ist. 6 Schuss zum Nachladen. Dann das Tech 2 Mod, also Upgrade 2 rein. Mit fast 50% Chance, dass man 2 Pfeile abfeuert. Ja? Das ist richtig geil.
Jagdgewehr nehme ich nur mit, wenn ich auf Eisbärenjagd gehe. Ja? Eisbären sind die gefährlichsten, meiner Meinung nach. Es gibt zwar noch andere Sachen, die was ein bisschen mehr ausholen, aber die sind nicht gefährlich, weil sie langsam sind. Und der größte Vorteil ist sowieso der Bogen. Das haben da auch viele nicht irgendwie realisiert. Ja? Weil mit dem Bogen kann ich unendlich hintereinander feuern. Außer er bricht. Und wenn ich Jäger bin und ich habe das gemacht, dass ich ganz schnell ziehen kann hintereinander, dann kann ich im Sekundentakt oder im in der Sekunde theoretisch zweimal abfeuern. Wenn ich die richtigen Upgrades drin oder den richtigen Bogen habe. Und mit dem Jagdgewehr habe ich genau 6 Schuss und dann muss ich nachladen. Und das Nachladen, das ist so, das dauert so lange, da hat der da Ding eigentlich gekillt, ja. Der Eisbär. Deswegen ist ein guter Bogen und Schuss mit Bogen ganz, ganz wichtig. Also, Bufflon. Bufflon. Reh. So, jetzt gehen wir mal zurück. Dann haben wir unser Level 32 erreicht. So, jetzt haben wir das da bücken. Das ist ob jetzt die, also das, wenn wir jetzt noch mehrere Schweine finden, das ist das, das gute Fleisch. Das bückeln wir auch. Und das ist für Notfälle. Das kommt da rein, weil da kann man 50er Steak draus machen. So, das müssen wir abbügeln. Damit es länger hält. Und als nächstes gehen wir dann sowieso auf einen Gefrierschrank. Dann hält das sowieso ewig. So, was haben wir da noch? Ein Haufen Schwäche, das tun wir da rein. Knochen.
Im Dorf. Oh, das haben wir da rein, da haben wir jetzt auch bald voll. So. Über das freischalten da. Weil die Talente haben jetzt das. Jetzt kann ich Bäume fällen, ja, ohne dass ich es nur anklammern muss. Und natürlich jetzt an Bögenarmbrust. Solo. So, dann schauen wir mal. Ich möchte für meinen Bogen so die Seile und Epoxidromana, genau. Seile und so, da ich sowieso mir dann auch demnächst einen Anbruch kaufe, also baue. Oder brauche ich das? Nein, brauche ich nicht. Gehen wir gleich auf. Wo war denn das? Das da. So, da brauchen wir edles Holz und das haben wir auch irgendwo, haben wir das. Was war das jetzt von heute mal? Das war edles Holz und Stahlbahn. Die Dinger, die baut man. Und dann kann man es wieder ausbauen auch. Also man muss es nicht bei jedem Ding, was man baut, neu machen, sondern das ist, wenn man es einmal gebaut hat. Oh shit, jetzt geht Aluminium ab. Na gut. Aber das können wir schon mal einbauen, das bauen wir dann wieder aus und bauen wir dann das da. So, jetzt haben wir eine Spitzhacke. Für mich persönlich ist auch wichtig bei der Spitzhacke das Kupfer. Oh, Moment. Moment, jetzt liegt mein Haus. Oder ein viel Problem mehr. Ah, kein Problem mehr. Problem gelöst. Normalerweise haben wir das Erd, wenn der Wolf oder irgendwas so wirkt, dann ja. So, wie gesagt, da sind wir stehen mit Kupfer. Weil das Kupfer braucht man meistens, weil wir brauchen viel, viel Elektronenteile, weil wir haben jetzt dann insgesamt nur knapp 50 und dann wir brauchen schon mal 120 Elektronenteile nur für den Mischer und für einen Hochofen. Ja, ich möchte auch zwei Hochofen bauen und dann auch die restlichen ganzen Menschen dazu. Also wir werden ca. 300 Elektronenteile brauchen und 300 mal 6, weil 6 oder 3 Bahnen. Genau, 300 Beibahnen, also das sind 900 Kupferbahnen, das sind 1800 Kupfer. Oder man geht dann gleich auf Titan. Das wäre auch eine Möglichkeit. Kommt eigentlich theoretisch Titan rein da, weil dann kommt man Titanpfeile bauen. Ist gang auch. Weil Kupfer sowieso nicht ausgehen wird. Brauchen wir noch. Sehr wieder am Bären. Das ist Tech 1. Ach so, meint mal, wir brauchen ja einen Strom, hey. Meine Güte. Jetzt wird dann schon langsam
das Haus zu klein. Da haben wir denn den jetzt hier? Dann stimmen wir dabei teuer. Immer schon, wieso baut denn der nicht? So, jetzt geht's. So, dann haben wir das da. Dann haben wir das da. Dann. Haben wir das da, das ist dann fertig. Dann haben wir das da. Dann. Gehen wir auf die andere Seite damit. Dann den Bogen da rein. Und das installieren wir. Ja. Das kriegt jetzt, diese Werte kriegt jetzt dazu der Bogen. Erstmal der Verschleiß ist schon mal gut, ne? Ausdauer aber auch. Oh, Wifi. Ist er fertig? Ja. So, wo ist es, Bärli? Da ist er. Bärli, Bärli. So, komm her. Wollen wir Neuscheine? Hey. Na, schau dich aus, wie irgendwie. Ich neige mich wieder, dass ich Bären gekillt habe und ich 50 gereicht habe. Ist schon einiges zusammengekommen. So, nächstes Upgrade. Jetzt baue ich automatisch 40% mehr Titan ab. Das sind alles wichtige Sachen, auf die man achten muss. Ja. Da Pökel nicht vergessen, sonst verrottet das wieder ziemlich schnell. So, dann jetzt sind diesmal die nächsten 30 Minuten sind vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao.